Hallo und herzlich willkommen bei Cats and Gold. Ich bin der Name Simchek und es geht heute darum, dass sich die neuen Kitten einigermaßen gut eingelebt haben. Das eine Kitten, was vor ein paar Tagen vom Automotor kam, das schwarz-weiße, ist ja nicht besonders zahm, aber es hat sich auf dem Balkon sehr gut eingelebt. Es fängt an zu spielen oder es weiß auch, wann es Nassfutter bekommt. Es weiß, wann es kennt die Fressenszeiten und es hat sich auch mit den anderen Katzen mittlerweile gut eingelebt und die verstehen sich auch. Genauso wie das andere Kitten vom Automotor, das ganz schwarze, das hat sich auch sehr gut eingelebt und fühlt sich auf dem Balkon ganz wohl. Aber das ist nicht scheu, es ist zahm und es versteht sich auch mit den anderen ganz gut. Es gibt kaum Zickereien auf dem Balkon. Das ist auch natürlich etwas, was mich sehr erleichtert, wenn es da keine Streitereien gibt, wenn ich da keinen rausholen muss, wenn ich keinen in einen Stall reintun muss. Es ist gut, wenn sie sich da verstehen. Ja, und ich habe ja heute schon im Laden ein kurzes Video gemacht gehabt und habe ein neues Kitten gezeigt, was mir gebracht wurde, was heute in der Frenseki fast überfahren wurde. Es hat dort nur mein kleines Haar gefehlt. Dann hätte das Auto den Kleinen erwischt. Und das hat dann dort ganz laut herumgeschrien. Und das haben dann die beiden Urlauber da gesehen, die eine Familie. Und die haben dann natürlich das Kitten dann mitgenommen. Sie konnten nicht wegschauen, sie konnten es nicht zurücklassen. Das Kitten tat ihnen da ganz leid. Ja, und durch die Reichweite von Facebook kennen sie mich auch sehr gut oder auch durch YouTube. Und dann waren sie erstmal bei mir vom Laden und ich hatte dann in dem Moment sehr, sehr viel zu tun. Und dann haben sie sich draußen hingesetzt, die haben was zu trinken bekommen. Und wo ich dann so weit war, bin ich dann zu denen gegangen und habe mir das Kitten angeschaut. Und ich habe gesagt, das ist jetzt kein wirkliches Notfall. Das Kitten sieht gesund aus und die meinten, wie gesagt, haben sie mir dann erzählt gehabt, wie sie auf das Kitten gekommen sind und wie sie halt auf mich gekommen sind, weil sie mich halt sehr gut kennen durchs Internet. Ja, und dann haben sie gemeint, dass sie aber Alternative jemanden kennen, der eventuell die Katze nehmen würde, aber die hatten das Handy nicht dabei und sie mussten die Person anschreiben. Und haben sie mich darum gebeten, ob sie das Kitten bei mir lassen können bis heute Abend. Ich habe gesagt, die können das natürlich hier lassen. Und ich habe hier einen Stall, da kann es gleich erstmal rein. Das hat sehr viel gegessen und sehr viel getrunken. Man merkt, dass es nicht satt war und es ist auch ein bisschen nicht gut genährt, es ist halt ein bisschen dünn, aber sowas kann man halt sehr schnell aufpushen, so ein kleines Kitten. Ja, und dann waren sie halt weg und waren dann zum Abend wieder da und haben gesagt, dass sie jemanden erreichen können, der das Kitten dann aufnehmen würde, hatte ich auch schon im Video davor erzählt gehabt. Ja, und diese Person, die sie kannten, die hat gesagt, dass sie das Kitten nimmt und sie wird schauen, wie es weitergeht. Sie hat keinen Platz, sie wird versuchen, es weiter zu vermitteln. Also sie wird schauen, wo sie es dann unterbringt. Ja, und das hat mir dann keine Ruhe gegeben und das Kitten war ja schon im Stall drinne. Es hat sich auch mit den beiden aus Kisselage und mit dem anderen getigerten Kitten auch sehr gut verstanden. Ich habe gesehen, dass sie untereinander geschlafen haben, also hintereinander so geschlafen haben, dass sie zusammen gekuschelt haben. Ich habe das auch in einem Kurzvideo hinterher nochmal geteilt gehabt. Und dann habe ich gesagt, habe ich das Kitten angeschaut, das Kitten hat mich angeschaut und ich habe die, die das gebracht haben, angeschaut und die wollten auch gerne, dass ich das Kitten übernehme und nicht, dass es bei mir wieder wegkommt. Und dann habe ich gesagt, kommt, lass das Kitten her, das war schon im Karton. Ich habe gesagt, lass das Kitten hier, tut es wieder in den Stall rein. Das bleibt bei mir. Ich nehme das Kitten auf, weil das tat mir so leid. Der Blick des Kittens, ich habe da so irgendwie gespürt gehabt, als wenn das Kitten zu mir sagen würde, bitte lass mich bei dir, ich will nicht gehen oder behalt mich bitte. Also den Blick von dem Kitten, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen verrückt an, sage ich mal. Ne? Aber in dem Moment habe ich halt gedacht, das Gefühl des Kittens, ich habe da gespürt, als wenn die sagt, ich will hier bleiben. Es hat sich nämlich gleich mit den anderen angefreundet und sehr gut eingelebt. Da habe ich gesagt, dann soll das kleine Kitten dann da bleiben. Und so habe ich das dann aufgenommen. Und ich habe das vorne auf dem Balkon getan. Und es ist jetzt auf dem Balkon. Es ist auch alles ganz friedlich und hat sich auch sehr gut eingelebt. Und das Ganze schauen wir uns dann gleich nochmal alles an. Ne? Ja, und bei den ganzen kleinen Kitten habe ich auch. Jetzt hör doch mal auf, hier die ganze Zeit umzugehen mit den kleinen Kitten.
Ja, und bei den ganzen Kitten, wo wir die ganzen Krankheiten kurz, ich muss mal kurz was schauen. Und dann mit den ganzen Katzen, die jetzt krank waren, die haben jetzt auch, sind alle eigentlich ganz gesund. Es muss morgen nur noch der Pelle zum Tierarzt, der die Kitten von Songül, der gelb-weiße und der gelbe. Die sind gesund und der Emil ist auch gesund. Das freut mich auch sehr, dass sie wieder ganz gesund sind. Und dann habe ich noch mal der Arnor hat auch noch mal ein bisschen Durchfall. Der war jetzt 2 Tage beim Tierarzt und ist auch wieder gesund. Der Tierarzt meinte, der muss nicht mehr kommen. Und die Stefanie war ja auch beim Tierarzt wieder wegen dem Durchfall und das ist auch wieder gut. Die ist auch wieder gesund. Also die ganzen kranken Kitten, die jetzt tagelang beim Tierarzt waren, hin und her und die sind alle wieder gesund. Das ist auch etwas, was mich dadurch sehr, sehr gefreut hat, dass die wieder gesund sind, weil man macht sich halt auch immer Sorgen um die Kitten und bei so vielen Kitten ist es halt normal, dass das ein oder andere mal krank ist. Ja, und dann haben wir halt die Kitten jetzt alle behandelt und die sind halt gesund, ne? Also da schreiben einige, dass etwas mit dem Ton nicht stimmt. Das ist wirklich ganz komisch, dass hier, ich mache mal hier nochmal alle Kabel kontrollieren, aber normalerweise habe ich hier gerade mit dem Ton alles okay. Wenn ich hier schaue. Ja, und jetzt hat sich leider der Evren auch schon wieder sehr, sehr angesteckt mit einer Grippe. Also Evren ist echt ein Sorgenkind, der hat ständig immer was. Und da müssen wir halt ihn auch morgen zum Tierarzt bringen. Ich hoffe, ich schaffe es, ihn zu fangen in der Früh, dass ich den halt zum Tierarzt fahren kann. Und dann will ich auch morgen den Fipp-Ragerkater kastrieren und dem will ich dann die Freiheit geben. Der kann gerne wieder draußen leben, der kann wieder unten leben, ich werde ihn zuerst unten rauslassen, damit er halt wieder sein normales Leben hat, denn der ist jetzt seit über einem Monat wieder unten, der ist jetzt über einem Monat wieder unten und den will ich halt auch, weil der sich nicht ans Haus gewöhnt, dann wieder rauslassen, denn er will halt nicht hier leben, der ist schon seit einem Monat unten im Keller, er kommt da gar nicht raus. Er kommt vielleicht da raus, wenn ich mal schlafe, weil der halt abhauen will. Aber der ist halt immer im Keller und deswegen will ich ihn auch morgen kastrieren lassen und dann wahrscheinlich auch die Freiheit schenken, dass der halt wieder ganz normal hier leben kann in der Siedlung. Ne? Das werden wir dann auch morgen schauen und ich hoffe, dass wir ihn fangen können. Und der Pelle und der neue Kater oder das neue Kätzchen, was heute gekommen ist, das ich gekriegt hatte, kommt zum Tierarzt und dann werde ich auch versuchen, den Evren da gleich mitzufangen. Ne? So, dann kann ich einmal die Kamera drehen. Die ganzen kleinen Kitten attackieren hier die ganze Zeit die Kamera. Und dann schauen wir mal an, was sich hier alles getan hat. Ich habe gestern auch ein Spielzeug hier aufgehängt. Na, warte mal, warte bitte. Alles gut, warte bitte. Und ich glaube, du hast hier auch Pilz bekommen. Ich weiß jetzt nicht, was sie dort hat, aber entweder sind das Verletzungen oder das ist Pilz. Und hier habe ich jetzt ein Spielzeug an die Decke gemacht. Und da sind sie seit gestern nur am Spielen. Das ist so. Schaut mal. Das ist halt sehr interessant für sie, wenn sie da spielen. Das wird an der Decke geklebt und mal sehen, wie lange sowas hält. Auf jeden Fall fühlt sie sich da ganz wohl. Die spielen sehr gerne.
Und hier sehen wir jetzt den Evren. Schau mal, der hat richtig seinen Mund auf. Der hat eine sehr, sehr verstopfte, verklebte Nase, der Arme. Evren, du darfst in der Früh nicht weglaufen. Ja, lauf bitte nicht weg, okay? Wie kommt das, dass du so einen starken Schnupfen hast auf einmal? Du kannst deine Nase kaum benutzen, du armes kleines Tier. Deine Nase ist voller Schleim, sieht ihr das, der Arme? Der tut mir richtig leid, ehrlich gesagt. Der sieht also wirklich richtig krank aus, der Arme. Der hat einen ganz, ganz starken Schnupfen. Ja, Evren, alles gut, du kleines Sorgenkind. Ich werde dich... Ich werde mich darum kümmern, dass du wieder gesund wirst. Das verspreche ich dir, okay? Also man sieht ihn richtig an, dass er traurig ist, dass er Schnupfen hat. Der Evren, alles gut. Der kann also kaum atmen. Schau mal, der hat die Nase auf. Der hat den Mund richtig auf, meine ich. Ja, und der kleine Schwarze hat die Katzenminze. Schaut mal. Der spielt mit der Katzenminze. Der leckt die Katzenminze. Der süße schwarze Schatz. Elif, was läufst du mir hier vor die Füße die ganze Zeit herum? Ja, nix mehr. Komm, zieh mir dein Auge. Und jetzt sind wir hier zu dem Spielzeug gekommen. Schaut mal. Der Arnor, Mini-Pirat und Pepper. Hier sieht man ein Auge, die Nervensäge. Da sieht man das Kitty-Kette-Kitten von Songül. Hier sieht man Thomas. Da sieht man den Prinz, den Warmduscher. Na, wo versteckst du dich, na, Bunte? Ich muss dir dein Pilzmittel geben, deine Pilzmedizin, und du bist kaum zu sehen. Na, warte mal, du kleiner Satz im Druck hat. Das habe ich nicht erwischt. Eine Salbe gegen Pilz. Das hat ein bisschen am Ohr. Man muss halt einmal am Tag etwas drauf. Und der Schwarze spielt ja gerne mit der Minze. Schaut euch das mal an. Und Arnor ist jetzt neben ihm, der spielt mit der Maus. Ja, Evren, kannst kaum atmen, ne? Aus der Nase. Morgen geht's dir nach einer Spritze etwas besser, okay? Und ansonsten haben wir hier Stiefkitten, den Pirat. Die Elif ist heute so anhänglich. Ich weiß nicht, was die will. Was willst du, Elif? Hm? Und wer ist das da unten? Heidi oder Emino? Das ist Heidi. Stiefkitten. Die Phyllis ist jetzt gekommen. Das gelbe Kitten von Songül ist da. Die Hira hat sich ihren Platz ausgesucht. Sie ist immer da. Hier ist die
Zarte, der Teddy, Pünktchen, Sunny, Emil und Petra. Also man sieht schon einige Katzen hier zu Hause. Hier sind Jutta und der Drache. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Katzen haben wir hier gerade. Und 14 Katzen, oder 15 sind das, glaube ich, mittlerweile. Oder 14 haben wir mittlerweile auf dem Balkon. Das macht dann 37. Hier gerade im oberen Bereich 37 Katzen. Hier im oberen Bereich. Außer, also wir haben gerade im Haus mit Stefanie unten mit dem Fipprager Kater und allem drum und dran, haben wir gerade über 40 Katzen im Haus. Das ist ja eine ganze Menge. Und man ist halt auch oft im Stress. Und wenn da jemand vom Laden kommt und dann nochmal irgendwelche blöden Fragen stellt oder irgendwelche dumme Argumente macht, wenn man die Katzen da sieht, die wissen nicht, warum die Kitten dort vom Laden sind, um zu beobachten, ob sie fressen, ob die gesund sind. So eine Kitten können von einer Stunde auf der anderen sehr krank werden. Das muss man beobachten. Das Miramare-Kitten habe ich auch bemerkt, was beim Tierarzt in Behandlung ist, dass es krank geworden ist. Oder wenn es bei einem anderen Katz, bei einer anderen Katze etwas mangelt, bei Kitten, muss man da wirklich immer das im Auge behalten. Und deswegen nehme ich die Kitten mit in den Laden. Und wenn da einer vorbeikommt und sagt, wo ist die Mama? Wurden sie der Mama weggenommen? Oder ist das nur, um die Leute hierher zu locken? Also wenn ich da solche blöden Argumente noch höre von eigenen Leuten, dann bin ich da wirklich richtig sauer teilweise vom Laden. Ich sage, die sind hier nur zu in den Ställen, damit ihr nicht sie nicht berührt, damit sie nicht noch kranker werden. Und alles Katzen, die heute nicht mehr gelebt hätten. Katzen, die von den Urlaubern gebracht wurden, die ich hier aufpäppel und dann nach Hause bringe. Wir haben ja heute auch im Live-Video gesehen, so ein, zwei, die dort blöd argumentiert haben, wo ich da auch direkt geantwortet habe, obwohl ich im Live-Video war. Denn es ist wirklich schon sehr viel Arbeit und sehr stressig. Man kann auch sehr unter Strom sein bei so vielen Katzen. Braucht mir keine große Ratschläge zu geben. Keiner braucht mir sagen, was ich da zu tun habe. Ich arbeite mit einer Klinik fest zusammen, wo mehrere Tierärzte dabei sind. Und ich lasse alles für die Tiere machen. Und das Durchfall habe ich auch gut im Griff bekommen. Das ist natürlich auch das Katowit aus Deutschland, das Gastro, was ihr mitgebracht habt, wo sich die Leute die Mühe gemacht haben, das in den Koffer getan haben, eingekauft haben und bei mir im Laden für die Tiere abgegeben haben. Haben wir das Durchfall einigermaßen gut jetzt im Griff bekommen. Und die meisten Kitten, die jetzt noch leben, leben durch das Felicerin Plus aus Deutschland, was von euch mitgebracht wurde. Also viele der Katzen, wie zum Beispiel Arnor oder hier der Schwarze, oder das Kitten von Songül oder die Afrikaner. Also ich weiß auch nicht, wen ich noch aufzählen soll. Sunny.
Und das ist das Ergebnis mit den Katzen, die man aufgepäppelt hat. Schau mal, wie süß sie da spielen mit dem einen Spielzeug. Und schaut mal, die waren den ganzen Sommer im Laden. Kira, Teddy und Emil. Und jetzt sind sie auch zu Hause, weil die groß genug sind. Ja, da sieht man einen Afrikaner. Hier sieht man den ganz, ganz sympathischen. Das wird ein richtiger. Das wird ein richtig anhänglicher. Der ist so anhänglich. Der vom Nena Hotel aus Kiselaj. Und diese kleine Maus, seine Schwester oder Bruder, wir können mal schauen, was das ist. Das ist auch ein Männchen. Der hat immer so nasse Augen. Der muss sich gleich auch nochmal Medizin geben. Und was bist du eigentlich? Komm mal her, du kleiner Warmduscher. Du scheinst auch ein Männchen zu sein. Und nee, du bist ein Weibchen. Lass mal richtig schauen. Ja, du siehst aus wie ein Weibchen. Na, hör auf, immer so zu meckern. Das ist ein Weibchen. Du bist ja anhänglicher als Sunny. Ach, Sunny, die muss ich auch hier rauf machen. Das ist auch Pilz, was du hier hast. Hast dich bestimmt von den Afrikanern angesteckt. Und mal, jetzt muss ich wirklich überlegen, wer es wäre. Du bist mit Sicherheit das Kitten von Zongel, von Saskia, das Schwache. Du bist das größere Kitten von Saskia, das weiß ich hier an deiner roten Haube und weil du nicht so zahm bist. Du bist der mit den kranken Augen, weil du mal so einen dicken Bauch hast. Und hier ist das kleine Neue, das fast überfahren wurde. Du bist das hier, ne? Ein sehr, sehr sympathisches Kitten. Du scheinst auch ein Männchen zu sein. Da du hast einen dicken Bauch bekommen. Und du kommst morgen auf jeden Fall zum Tierarzt, zur Kontrolle. Sag mal, das ist ein ganz, ganz kleines, süßes Gesicht. Sehr, sehr hübsches Köpfchen. Das erinnert mich an meinen abgemagerten Kater Casanova vor 2 Jahren, der spurlos verschwunden war, nachdem die seine Bestie hier zu Hause war. Deine, die den Luis erwürgt hatte. Und sie ist halt immer noch in dem Alter, wo ein großer Kater denen was antun könnte. Vor allem für die Kleinen, die sind wirklich so klein. Und der Sandro ist sehr aktiv geworden. Der Sandro spielt hier mit dem Spielzeug. Und das der neue Schwarz-Weiße. Der ist aber nicht zahm. Da müsste man mit dem Spielzeug ein bisschen einleben. Da habe ich wirklich so wenig Zeit für. Aber die haben sich eingelebt. Und der Schwarze lag die ganze Zeit hier, wo der wohl hin ist.
Hier. Schau mal, da ist der Schwarze aus dem Automotor. Der süße Schatz, der hat so einen runden Kopf. Der ist auch so süß. Schau mal, wie ich die Sunny weghalten muss, sonst springt sie ins Bild die ganze Zeit rein. So anhänglich ist die. Seht ihr das? Ja, und das sind halt alles Kitten. Wer weiß, was aus denen geworden ist. Geworden wäre. Also die hätten definitiv nicht mehr gelebt. Der hier. Oder die hier. Die Kitten von Saskia mit Sicherheit auch nicht mehr. Schau mal, wie viele wir hier haben. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14 Katzen. Ja, 14 Katzen haben wir hier auf dem Balkon. Und den einen Traktorfahrer hier. Den habe ich gefangen und hier eingesperrt, damit ich den morgen zur zweiten Impfung fahren kann. Weil der versteckt sich da oben zwischen Markise und Decke. Ja, Sam, du hast deine zwei Impfungen. Du musst nur noch kastriert werden, okay? Und hier schmier ich dir auch gleich Pilzmittel auf dein Ohr, okay? Das wir jeden Tag machen. Und nächste Woche bekommst du eine Pilzimpfung. Und du bist richtig frech, du kleiner Traktorfahrer. Komm mal her. Was attackierst du meinen Fuß, hm? Was? Was attackierst du meinen Fuß, hm? Was soll das? Du hast ein Weibchen, ne? Ja, ja, was bist du mal so sauer? Was bist du immer so sauer, hä? Du bist richtig frech, bist du. Komm runter da, komm, so. Ja, die haben sich dann letztendlich auch hier eingelebt. Was auch super ist. Und die sind am Spielen und am Toben. Seht euch mal die ganzen Mäuse auf dem Boden an. Ich habe den gestern so viele Sachen dahin gelegt und in diesem Haus hier liegen sie besonders gerne. Ich hoffe, dass der Neue aus Evrensecki weiß, was ein Katzenklo ist. Dass der ins Katzenklo geht. Und schaut mal, wie diese süße Maus da liegt. Schaut mal, diese süße Maus. Weißt du, wie krank du warst vor 10 Tagen? Weißt du das? Kleines Baby von Song Saskia. Afrikaner, lass die Kleine in Ruhe. Tschüss. Sie hat dir nichts getan. Oh. Kannst du nicht einfach in Ruhe lassen? Nehmen wir den Größenvergleich an. Afrikaner! Da haben sie sich versteckt hinterm Besen. Afrikaner, ich sperre dich gleich im Käfig ein, ich sag's dir. Lass sie in Ruhe, hab ich dir gesagt. Ich sperre dich gleich zu ihm. Schau mal in dem einen, ne? Dem stört es gar nicht im Käfig zu sein. Der liegt dort wie so ein Pascha. Der liegt wie so ein Pascha da, seht ihr das? Ja, und so haben wir jetzt hier unsere Katzen. Unsere Saskia ist da. Versteck dich da und los! Versteck dich da unten vor den Afrikaner.
werde ich verwüsten. Das hier auch alles richtig. Sandro, hör auf, den Kleinen zu hauen. Die will nur aufs Klo gehen. Sandro fängt auch an, Revier zu verteidigen. Afrikaner, lass die Kleine in Ruhe. Lass sie in Ruhe, hab ich dir gesagt. Geh da oben hin, los. Sonst fliegst du hier raus aus dem Balkon. Schau mal, das Kleine haut den Afrikaner von da unten. Und wenn Afrikaner zu ihr geht, dann kreist sie herum, dann kreist sie herum. Seht ihr das? Seht ihr das? Sie greift ihn an von da unten. Was für eine kleine Rotznase, wirklich. Seht ihr das, die Pfote? Was für ein kleiner Frechdachs. Sandro, hier ist eine Maus, schau mal. Sandro, guck. Die Afrikaner ist gleich da, seht ihr das? Sie nimmt gleich Sandro das Spielzeug weg. Dann lass sie mich in die Kleine in Ruhe. Und Sandro haut den Afrikaner, sagt, das ist das Spielzeug da. Schaut euch das mal an. Seht ihr, Sandro sagt, haut ab. Sandro sagt, das ist das Spielzeug und geht. Hat vorhin gespielt mit etwas. Das habe ich gesehen gehabt. Ja, jetzt fängt er wieder an zu spielen. Seht ihr? Super. Super, Sandro. Warte, ich hol dir das da raus, Sandro. Das ist zwischen den Katzenklo. So, jetzt ist er wieder da. Na, Saskia, schaust du dir alles an? Ganz gechillt, aber den muss ich morgen abchecken. Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Entweder ist er todmüde oder fühlt sich noch nicht hundertprozentig wohl. Aber der hat einen dicken Bauch, der hat gut gefressen. Und der im Käfig ist jetzt eingesperrt, weil der morgen zur Impfung muss. Und Sandro fängt jetzt an zu spielen. Und ich hole mal kurz Augencreme. Ich bin gleich wieder da.
Tank. Einmal die Tiramisu und einmal die Vegan Creme. Und Sunny bekommt dann auch auf ihr Ohr jetzt nicht, aber dann ist sie durch. Oder bekommen die in ein paar Minuten auch die Tiramisu-Creme. Und in der Zwischenzeit können wir dann ein bisschen anders schauen. Wie gesagt, hier haben wir jetzt 14 Kitten. Auf dem Balkon. Da muss man das halt auch sehr gut im Auge behalten. Na, Stefanie? Ja, gell, oder gell? Komm. Und hier sieht man jetzt unseren Toni. Der Toni ist sich sein Schutzgeld holen. Der holt sich gerade sein Leckerli. Da sieht man Stefanie, die ist ja seit heute wieder zu Hause. Ja, ich lege euch auch noch mal ein Leckerli. Wir scheinen ja schon alles weggefressen zu haben. Wenn der Ton wieder kommt, dann wollte ich alle gleich drauf. Steht ja nicht, dass einer das bekommt und die anderen schauen zu. Okay, weil jetzt ein bisschen was rein und dann ist hier Ruhe im Salon. Lucifer, komm her, Lucifer. Das neue Spielzeug scheint dich ja sehr zu interessieren, Lucifer. Der Lucifer kommt nicht aus dem Haus raus, aber er kommt wieder rein. Hier, Stefan, hier. Der Tierarzt hat jetzt teilgenommen, dass die Gehfutter gegeben hat. Der Tierarzt hat der Stefanie kein Medizin gegeben in den letzten zwei Tagen. Der hat ihr nur Gastrofutter, Diätfutter gegeben und damit ist sie gesund geworden. Da sieht man, was so ein Gastrofutter alles bringt.
Sag mal, wie sie dort am Fenster stehen. Als wenn die wissen, was Leckerlis sind. Und da richtig drauf warten mittlerweile. Und Saskia ist hier zur Flucht. Sie sucht halt immer den Fluchtweg. Und Evren schläft mit offenem Mund der Arme. Da hat sie eine ganz, ganz starke Erkältung angefangen. Jetzt, wo es Leckerlis gibt, sieht man, dass gleich mehrere Katzen da sind. Der Toni ist runtergegangen, um weiter zu fressen. Der war am Duscher. Die anderen sind da unten. Der Toni ist da hochgegangen. Die Stefanie ist hier. Unsere wunderschöne, zahme, süße Stefanie. Und jetzt spielt hier Evren ist sehr, sehr krank. Morgen kommst du zum Tierarzt, mein Schatz, okay? Morgen, okay, ja, alles gut, Evren. Du hast eine richtig starke Grippe, ne? Mein süßer Schatz. Alles gut. Und du, Schwarzer, mit den kranken Augen. Und jetzt haben die auch Leckerlis bekommen. Und als wenn der Schwarz-Weiße vom Auto weiß, was Leckerlis sind, der ist sofort gekommen, wo die Stange kam. Und hier genießt einfach ihr Leben. Sieht euch mal diese süße Hiere an, wie die da liegt. Und wo versteckt sich der Emmy noch? Hm? Nervensäge war eben bei mir im Zimmer. Die hat dort drinnen geschlafen. Ja, aber ich habe den Kescher im Auto
weil ich gestern im Paloma Hotel eine Katze gefangen habe. Wo hört sich der Emmy noch auf? Und das gelb-weiße Kitten von Songül. Na, was ist? Der ist so anhänglich. Da hinten kommt Bounty. Ich finde es schon komisch, wo sich der kleine Emino versteckt. Wo hält er sich auf? Der kommt aber immer nach Hause. Erst in der Früh, am Spätnachmittag und in der Nacht kommt er auch noch mal nach Hause. Wo ist die Nervensäge hin? Und wir haben unten auf dem Balkon eine neue Katze. Und lasst euch mal überraschen, wer das ist. Auf dem Balkon unten. Ihr könnt ruhig mal ein bisschen raten. Wer da unten sich aufhält. Hier lag vorhin die Nervensäge drin, in dem unteren Häuschen. Keine der aufgezählten Katzen. Die sind sowieso da, außer Nicole. Na, bunte Mama. Bunte Mama, wo ist die eine neue Katze? Die müssen wir mal hier zeigen. Da hat einer gerade richtig geraten. Das Schwester vom Enkelkind ist hier seit heute Morgen und schreit hier rum. Aber jetzt ist gerade nicht hier. Vorhin waren hier an die 10 Katzen da. Die Schwester vom Enkelkind ist da. Also Enkelkind 2 hat sich hier unten eingelebt, aber sie ist seit gestern hier. Jetzt ist sie gerade nicht da. Ich weiß, wo sie rumstromert.
hier runter. Das kleine Hemd. Das ist seit gestern nicht mehr und jetzt wollte ich es euch zeigen und jetzt ist es gerade weg. Aber alle sind weg, es waren um die 10 Katzen hier. Erstgeborener da vorne. Psst, 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 psst. Na, Erstgeborener, was machst du hier? Hm? Was machst du hier, Erstgeborener? Hast du auch Schnupfen? Alles gut, er ist geboren. Ja gut, die Katzen sind auch alle satt. Ist normal, dass sie jetzt nicht schreien. Alles ist immer noch nicht da. Das arme Tier, wirklich. Es tut mir so leid, was mit dem Tier passiert ist. Ich würde echt gerne wissen, wo sie ist. Ich glaube da wirklich noch dran, dass sie zurückkommt, weil das ist nicht weit weg von ihr entfernt, wo sie war. Sie sieht aus wie die Nicole, das ist aber nicht die Nicole, die hier vorne. Ein Enkelchen 2 ist gerade nicht da. Da vorne sind ein paar Katzen. Wer mag das wohl sein? Ich hatte gerade gesehen, wie hier eine Katze rumgesprungen ist. So verhalten sich halt Katzen, wenn die satt sind, dann reagieren sie nicht.
Hier vorne ist Pepe beim Security. Na Pepe, was machst du wieder? Mal sehen, ob das Enkelkind hier ist. Lady Di. Na Enkelkind, da bist du ja. Was? Was? Was schimpfst du? Hat euch heute keiner gefüttert hier? Na, was ist? Was schimpfst du? Dann musst du nach Hause kommen, Enkelkind. Da ist genug Futter für dich da. Was mehr? Was? Psst, 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 psst. Ja, hör auf so zu nerven wie deine Oma. Hat dich heute keiner gefüttert. Hat dich heute keiner hier was hingestellt. Deswegen bist du auch rausgekommen, ne? Enkelkind. Hat jemand Brot hingestellt? Ja, nichts. Komm mit nach Hause. Komm, komm, Enkelkind. Ich gebe dir zu Hause richtiges Futter. Komm. Ja. Ja. Pss, 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 pss. Jetzt hörst du, ne? Wo du Hunger hast, Enkelkind. Komm. Pss, 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 pss. Ich brauche dich nicht zu rufen, du kannst doch von alleine nach Hause kommen, Enkelkind. Was? Pss, 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 pss. Komm. Na, du brauchst auch dringend Flohmittel, das sehe ich dir an. Ja. Pss, 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 pss. Gell? Gell? Komm, Lady Di, komm. Komm. Pss, 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 pss. Komm, Enkelkind, komm. Gell? Pss, 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 pss. Hier sieht man auch die Jutta. Jutta ist auch hier. Thomas ist auch hier. Pepper ist auch hier. Die waren doch alle eben noch zu Hause. Seht euch das mal an. Das sind ja die ganze Reihe hier. Keine Autos. Gell, Enkelkind? Pss, 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 pss. Hatte gell? Hatte gell? Pss, 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 pss. Komm, Enkelkind, komm her, super, komm, hatte gell? Pss, 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 komm. Komm, Enkelkind, komm. Enkelkind hat heute kaum was zu fressen bekommen, sonst würde sie nicht reagieren. Der Fuchs. Gell, Enkelkind! Gell! Ja, Pepe, das ist dein Neffe. Da ist die Pepe. Gell? Songül, komm nach Hause, los, komm. Hopp, hopp. Songül läuft vor ihren Kitten weg. Na, Enkelkind, dass du mir so richtig folgst. Die ist so süß, die ist so klein, so süß, so zärtlich. Komm, gell, gell. Pss, 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 pss. Komm, du weißt, wo wir hingehen. Komm, ich geb dir Nassfutter. Komm, Enkelchen, komm. Pss, 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 pss.
sieht man hier auch den Peanut. Komm, Enkelchen, komm, komm. Na, jetzt kommt sogar Lilly raus. Na, Lilly. Komm, Enkelchen, komm. Komm, du hast Hunger, ne? Komm, Enkelchen, komm. Komm. Stefanie, lass das Enkelkind in Ruhe. Emino? Dein Närpchen, Emino. Närpchen, Emino, wo bist du, du kleiner, süßer Spatz, wo bist du? Hm? Wo hältst du dich auf, Emino? Ich glaube, du willst ins Zimmer eingesperrt werden. Wo läufst du hin? Hm? Wo läufst du hin, Emino? Wo versteckst du dich? Hm? Soll ich dich im Zimmer einsperren? Wo läufst du mal hin? Hm? Deine Fit-Medizin ist vorbei. Sei nicht mehr so sauer auf mich. Deine Fit-Behandlung ist vorbei, Emino. Kommt. Pss, 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 pss. Aber doch, die hören und dran. Schau mal, Enkelkind läuft so schnell, die hat Hunger. Na, Schwarzer? Gelemino! Gelemino! Komm, Enkelchen, komm! Geh weg, Schwarzer! Komm, Enkelchen, komm, geh rein! Na, los, geh zum Futtern ab. Du weißt, wo du musst. Los! Lucifer, komm ruhig raus! Schau mal, Enkelkind schmust mit. Lucifer. Der Enkelkind hat Hunger. Das sieht man ja richtig an. Emino, wo kommst du denn her? Hm? Jetzt ist die Tür zu. Mal sehen, was Enkelkind macht. Enkelkind, in dem Haus findest du 24 Stunden rund um die Uhr was zum Fressen. Ja, genau. So soll sich auch die Nervensäge verhalten. Wusste man nie, was sie will. Sie hat immer so geschrien. Und Enkelkind ist richtig heiser vom Schreien. Jetzt hat Enkelkind das Futter entdeckt. Schau mal, das gelb-weiße Kitten lässt sie gar nicht in Ruhe. Von Songül. Sogar Petra beschnuppert sie.
Was haust du mich, Bounty? Ja, wenn ihr sie wie die Apachen so bestuppert und betatscht überall, dann geht sie auch wieder. Dann hat sie keine Lust auf euch. Jetzt geht sie zum Trockenfutter, seht ihr? Ich sag ja, die hat Hunger. Sonst wäre sie nicht mitgekommen, glaub mir. Komm, Stefanie, komm. Gell, pss, da vorne ist die Stefanie. Ja, seht ihr, wir haben das Enkelkind bis nach Hause gerufen. Man schaut mal. Es ist am Fressen. Ich wusste es nicht. Emino? Gelemino! Gelemino! Der Teddy ist ja auch ein sehr, sehr hübsches Kerl. Gelemino? Gelemino! 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 Mama Elif? Gelemino! Gelemino! Drin ist viel Leckerli, komm! Du siehst, du hast echt eine verstopfte Nase. Du schläfst mit offenem Mund. Du hast wirklich etwas Großes eingefangen. Ich hoffe, du steckst keine an. Diese Sorgen könnte er frennen. Man sieht ihm an, dass es ihm nicht gut geht. Ich hoffe halt, dass er so schnell wie möglich dann gesund wird. Kommt auf jeden Fall beim Tier jetzt auch Nasenspray, dass seine Nase wieder aufgeht. Ja, wen soll ich jetzt streicheln? Dich oder dich? Hör auf, an mir zu ziehen, Erstgeborener. Ja, Hermino, friss jetzt wieder. Lasst mich in Ruhe, ihr Nervensägen. Eine von links, eine von rechts. Was soll das? Bounty und Erstgeborener. Und hier sieht man den Pelle, den Toni. Was ist Pelle? Schau mal, der Pelle hatte so einen starken Schnupfen und heute nach dem Tierarztbesuch geht es ihm gleich viel besser. Ich hoffe, dass es mit Efren auch so wird. Ach, Enkelkind, jetzt bist du doch hier reingekommen. Weil da oben ist noch Nassfutter, geh da hoch. Ja, Freund, dann versuch dich mal ein bisschen auszuruhen. Okay, du siehst ja schon mal, aus seiner Nase kommt richtig Blase raus. Habt ihr das gesehen? Und der Arme, der sieht ja richtig fertig aus. Seht ihr das? Aus seiner Nase kommen Blasen raus. Seht ihr das? So einen starken Schnupfen hat der Arme.
Ach, Evelyn, das sieht ja aus da mit den Blasen aus der Nase, du armes Vieh. Vielleicht ich schon mal den Käfig packen, aber ich glaube, du läufst sowieso nicht mit deiner Krankheit. Du armes Tier. Schau mal, die Männchen beschnuppern alle das Enkelkind. Es ist etwa schon geschlechtsreif, dass sie da alle am Popo schnuppern. Ach, einfach du armes Tier. Jetzt nehme ich mal die Blasen auf der Nase, das kann man richtig sehen. Ach, einfach. So ein Sorgenkind, irgendwas hat er immer. Seht ihr, wie die Blasen aus seiner Nase richtig kommen? Kann ja ein richtig leid tun. Ich hoffe, es hat sich keiner angesteckt mit durch ihn. Ja, Efren. So ein Sorgenkind bei uns. Das Enkelkind ist schön am Fressen. Ja, und dann haben wir heute auch viele unserer Katzen gesehen. Und es ist alles wieder einigermaßen im grünen Bereich, aber irgendwas ist immer, irgendwas passiert immer. Wir haben neue Kitten, die sich gut verstehen. Wir haben leider einen sehr, sehr erkälteten Kater. Unser Sorgenkind, der Evren, der ständig mal was hat. Der hat einen richtig starken Schnupfen bekommen. Ich werde dann morgen in der Früh gleich zum Tierarzt fahren. Das sieht gar nicht gut aus. Und der Erstgeborene spielt jetzt auch am neuen Spielzeug. Jetzt läuft das Enkelkind da die Treppe hoch. Ja, und da möchte ich mich für heute verabschieden. Ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren und für die Sterne. Ich halte euch auf dem Laufenden, was immer hier mit den Katzen passiert. Ich wünsche euch dann allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.